Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um den Kürbis. Besser gesagt hier erstmal um den Kern. Es dauert nämlich eine Weile, bis aus diesem kleinen Kern hier mal so ein großer Kürbis wird. Und der erste Schritt ist, den Kern hier mal zum Keimen zu bringen. Und das möchte ich euch hier mal im nachfolgenden Video zeigen. So, und jetzt geht's los. Hier habe ich die Kürbiskerne, die wir aus dem Kürbis rausgeholt haben. Da sind ja mal mehr als reichlich vorhanden. Ich habe die jetzt einmal abgewaschen und dann auch abgetrocknet, damit sie nicht anfangen zu schimmeln. Und ich gebe jetzt hier auf den kleinen Behälter 6 Kürbiskerne rein. Einfach aus dem Grund, da ich davon ausgehe, dass nur ungefähr jeder zweite auch anfängt zu keimen. Falls es dann nachher doch etwas mehr werden und sie alle keimen sollten, auch gar kein Problem. Am Ende kann man sie ohnehin pikieren dann noch und die Pflanze ohnehin einzeln dann weiter großziehen, bevor wir sie dann irgendwann rauspflanzen. Ja, ich drücke sie nur leicht so in Erde an und jetzt gebe ich ungefähr 1 bis 2 cm Erde drauf. Diese drücke ich auch nur ganz leicht an, so dass sich das auch gut um die Kerne rumliegt. Und jetzt gieße ich das einfach an. Einen guten Schluck Wasser. Und ja, ich suche mir jetzt einen hellen Platz. Am besten irgendwo auf der Fensterbank. Es sollte auch schon recht warm dort sein. Und lege hier einfach so ein Glas drüber oder irgendwas anderes, damit halt einfach das Wasser nicht so verdunstet. So muss ich nicht jeden Tag nachschauen. Und ich würde sagen, jetzt wird es bestimmt 1 oder 2 Wochen dauern, bis hier unsere Kürbiskerne anfangen zu keimen. So, und jetzt habe ich mal 2 Wochen lang nicht aufgepasst und schaut euch mal an, was passiert war. So sehen jetzt die Kürbiskerne aus. Also die Pflanze hat richtig schön gekeimt. Hier kann man sogar noch sehen, hier hängt noch ein Kürbiskern. Hier könnt ihr das erkennen, der ist auch irgendwo noch fest an der Pflanze. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so schnell geht, weil ich das auch, wie gesagt, noch nie gemacht habe. Aber wie ihr sehen könnt, funktioniert das ganz einfach. Und ja, so zieht man Kürbiskerne vor. Und ihr könnt die jetzt natürlich auch noch etwas in der Wohnung lassen im Frühjahr. Und wenn es warm genug ist, dann rauspflanzen. So habt ihr halt einen gewissen Vorsprung, weil ihr wisst ja, der Kürbis braucht schon relativ lange draußen. Und so kann man der Pflanze, wie gesagt, einen guten Vorsprung geben, dass sie wirklich schön wachsen und gedeihen kann. So, ich habe meine Kürbispflanze hier nochmal pikiert. Ich habe die also jetzt in einen einzelnen Topf reingesetzt. Da ziehe ich sie ein bisschen vor, und zwar so lange, bis der Frost vorbei ist. In der Regel ist das so bei uns in der Region im Mai. Dann kann ich den Kürbis rauspflanzen. Und dafür, dass ich eigentlich in der Nähe von Sonnenblumen immer besonders wohl, da werde ich ihn auch irgendwo hin einpflanzen. Und dann dauert es erstmal eine Weile, bis sich so ein schöner Kürbis hier daraus entwickelt. Da vergeht eigentlich der ganze Sommer und noch ein bisschen mehr. Aber die Zeit braucht die Pflanze einfach. Ein bisschen beschleunigen kann man das halt, indem man die Pflanze gut im Frühjahr schon in der Wohnung vorgezogen hat. Das habe ich gemacht. Und ja, ihr habt gesehen, wie leicht es geht, Kürbiskerne zum Keimen lassen. Man muss da wirklich nichts Besonderes beachten. Einfach in die Erde einpflanzen, vorher ein bisschen sauber machen, von dem Kürbisfruchtfleisch befreien, damit es nicht anfängt, in der Erde zu schimmeln. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Klar, der Kern sollte auch nicht austrocknen. Und dann geht es innerhalb von 2 Wochen, wie ihr sehen könnt, auf die Größe mit eurer Kürbispflanze. Ja, ich hoffe, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren loswerden. Und wer es noch nicht tut, aber gerne möchte, kann natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das Ganze ist auch kostenlos. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!